Komm, lass uns mal anfangen. Also was man ja sagen kann, also um Sie ist es alles andere als ruhig geworden. Ne? Also im Gegenteil, nur Sie selbst. Sie sind ruhiger geworden. Also so aus... Scheinbar. Also ich sag mal, statt Joints heißt es jetzt Yoga und statt Tequila jetzt Tee. Also Kamillentee, Pfefferminztee. Das muss man alles nicht so ernst nehmen, was sie schreiben. Nee, was die so schreiben. Hör doch mal zu, du hör mal zu jetzt. Ja, aber Darjeeling-Tee doch auch, oder? Nee, trinke ich gar nicht. Grüntee? Grüner Tee oder ja. Bronchialtee? Ja, klar, wenn ich dann bräuchte, dann trinke ich Bronchi. Kirschtee? Nee, Himbeertee trinke ich. Himbeertee? Brombeertee? Nee. Wieso, was trinkst noch du denn? Ostfriesentee. Was fragst du denn jetzt? Tee, also. Sie trinken, also was ich gelesen habe, dass Sie so viel Tee trinken. Das ist also falsch! Mann, hör auf mit deinem Tee, ich trinke keinen Tee. Die lügen. Die lügen alle, die Presse lügt. Kein Tee? Na, aber es gibt doch so viele schöne Teesorten. Was ist denn mit ihm los? Ist das eine Sendung über Tee jetzt oder was? Nee, aber ich meine, man kann doch mal über Tee reden. Also ich meine, also das ist ja bei Ihnen interessant. Interessant, wenn immer da steht, Sie trinken so viel Tee. Ja, aber das schreiben die auch immer. Ich meine, das ist, ich meine, ich dann sage ich mal, ich trinke Tee, ich sage immer was anderes. Ach so. Ja. In Ihrem Alter, also nicht um Ihnen zu nahe, aber das ist ja, im Apfeltee spielt da wahrscheinlich eine größere Rolle. Nee. Nicht? In meinem Alter, wieso denn? Ja, da geht doch die Verdauung, das geht ja langsam nicht mehr so. Das kommt doch, wie du lebst. Und Sie brauchen trinken keinen Apfeltee. Ach komm, lass uns jetzt mal hier wirklich, also, sag mal, was ist denn jetzt los? Willst du mich hier verscheißern jetzt? Nein, also ich saufe schon seit 20 Jahren nur Tee. Mann, ihr müsst mal was Neues. Verstehst du, das sind alles so Sachen. Tee. Ja, aber das ist doch, aber was ist, das ist doch völlig uninteressant, ob ich Tee oder jeden Tag eine Flasche Whisky saufe. Wen geht das? Was? Ich frage die doch auch nicht, was du trinkst. Ja, aber also ich meine, Sie sind... Wir lassen jetzt anfangen, weil ich muss weg. Als Prominenter müssen Sie sich doch ein bisschen gefallen lassen, dass man darüber redet. Nein, muss ich nicht. Über Ihr Wer Alter sagt Jagd, denn das? Die, also, was ich sind sag denn das für feste Fahne? Das sind schon wieder... Das ist ja ein super... Was sind das für festgefahrene Dinger schon wieder? Also Sie müssen... am Arsch muss ich. Ich muss gar nicht. Ja, aber das sind doch die Gesetze der Medien. Ich meine, das sind doch die Spielregeln. Aber dann spielen wir doch. Was haben wir zu tun? Wieso? Sie machen doch jetzt ein Interview. Ja, aber, also, anders, aber nicht so, wie du willst, sondern wie ich will. Es interessiert mich wirklich. Jetzt glauben Sie mir doch mal, dass mich das interessiert. Aber das, wie es Ihnen jetzt geht. Sie sind ein Revoluzzer. Sie haben gesagt, Sie haben Raubbau. Ich mache jeden Tag, pass auf, jetzt erzähl und ich einfach, ich mache jeden Tag 60 Liegestütze. Jeden Tag 60 Liegestütze. Mir geht's wunderbar, mir geht's prima. Ja, aber, fang an jetzt. Aber ich will mal was, ich will einfach... Mein Gott, jetzt fang an! So bin ich! Ja, aber ich muss doch auch nur meinen, ich mach doch nur meinen. Du bist so niedlich, Typ. Fang doch mal endlich an, du machst mich irre. Du siehst doch, wie ich bin. Ich bin nicht so wie die anderen. Also jetzt weißt du. Aber ich würde doch so gerne mal nach den dritten Zähnen und nach der Prostata fragen. Was willst du? Nach den dritten Zähnen und Prostata. Ich meine, so Probleme, die man hat in ihrem Alter. Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme damit. Nicht? Sie haben keine dritten Zähne. Sag mal, pass mal auf. Ich kann auch eine kleben, wenn du willst. Aber ich war jetzt, also ich meine... Ich habe jetzt die Schnauze voll, Typ. Ich will jetzt reden über den Verkehr. Ja. Das habe ich ja nicht erlebt. Also jetzt sieht es so aus, die Fragen. 5 Minuten dauert es oder ein Ende? Über den Verkehr. Ja gut, also über Autos. Ja, reden wir über Autos. Gar nichts anderes. Nur noch über Autos. Ja, reden wir über Autos. Ja, was denn sonst? Was wolltest du denn reden über meine Prostata? Was ist mit dir? Also sag mal, hast du eine Backe? Hast du ein Problem? Was hast du denn? Wie geht's deinen Eiern? Wie geht's deiner Leber? Das interessiert mich doch gar nicht. Ja, aber ich ja nicht aber. Verstehst du, das ist so irgendwie so, was ist denn das für ein Niveau? Alter, frage mich über hier, das, darüber reden wir. Hier, die Deutschen, ich will kommen, ich bin gerade richtig gut drauf. Gut, schön, bin so richtig schön drauf. Also, fang an. Autos. Kennen Sie den neuen Z3 von BMW?